Nach dem Berlin-Schock, da konnte der Tunesier erstmal ungehindert quer über den ganzen Kontinent reisen. Von, wir haben es aufgezeichnet, Berlin nach Lyon, von dort an die italienische Grenze und dann weiter nach Sesto San Giovanni, nordöstlich von Mailand, wo Reise und Leben endeten. Italien hat damit zwar zwei neue Polizeihelden, aber dort kam eben auch nur Kommissar Zufall zu Hilfe. Bleibt die Frage, warum haben Polizisten aus Berlin, Frankreich oder Italien nicht den gleichen Wissensstand? Grenzkontrollen innerhalb Europas. Nach den Anschlägen von Paris und Brüssel wurden Fahrzeuge und Personen an der französisch-belgischen Grenze streng kontrolliert. Doch dabei wurde schnell deutlich, das Schengen-Informationssystem, in dem sich Europas Polizeibehörden austauschen, das hat Lücken. Die will die Europäische Kommission jetzt schließen. Denn das Schengen-Informationssystem ist ja nur so gut wie die Daten, mit denen es gefüllt wird. Die Staaten müssen diese Daten unbedingt umfassen zur Verfügung stellen für die Polizisten und Kontrolleure an den Grenzen. Die Kommission schlägt deshalb vor, die nationalen Sicherheitsbehörden zu verpflichten, ihre speziellen Daten auch an das europäische System zu melden. Dass die europäische Polizeibehörde Europol weiterentwickelt werden muss, das fordern Experten schon seit langem. Europol muss ausgebaut werden zu einer wirklichen Polizeibehörde mit operativen und taktischen Konzepten und Einsatzmöglichkeiten. Sie dürfen nicht nur Daten sammeln, das heißt, aus den Sammlern müssen auch Jäger werden können. Und deshalb braucht Europol eine erhebliche Verstärkung. Aufenthaltsgenehmigungen, Fotos oder Vorstrafen, solch gezielte Informationen über potenzielle Terroristen fehlen oft noch in den offiziellen Datenbanken. Doch mehr Daten allein bieten noch nicht mehr Sicherheit. Man müsse die Informationen auch besser abgleichen, fordert die Polizeigewerkschaft. Es gibt erhebliche Löcher. Dort, wo man beispielsweise als einreisender Asylbewerber in einem Land der EU registriert wird, dann heißt es noch lange nicht, dass alle Informationen, die beispielsweise auf Terrorismus oder Gefährder hindeuten, auch in derselben Datenbank landen. Die können in einer ganz anderen Datenbank landen. Die ist zwar auf europäischer Ebene organisiert, aber es wird nicht automatisch dort nachgefragt. Und genau das muss sich ändern. Nach den islamistischen Anschlägen in Europa werden Grenzkontrollen künftig wohl wieder strenger ausfallen. Damit dabei potenzielle Verbrecher auch wirklich ins Netz gehen, muss die EU ihre grenzüberschreitende Polizeiarbeit dringend verbessern.